stelle ich eine arithmetische Folge in der Termdarstellung auf, aufgrund von gegebenen 5 Einzelgliedern. Dazu muss ich mir natürlich überlegen, handelt es sich hier jetzt bei dieser Angabe um eine arithmetische Folge oder um eine geometrische Folge? Die arithmetische Folge ist eben durch diese Formel hier definiert, dass dein an sich ergibt aus den a1 plus n minus 1 mal dem Faktor d, und eine geometrische Folge ergibt sich eben aus bn ist gleich b1 mal q hoch n minus 1. Eine arithmetische Folge ändert sich um den Faktor d. Überlegen wir uns hier die Folge 2, 4, 6, 8 und so weiter. Diese Folge ist eindeutig eine arithmetische Folge, da wir hier immer um den Faktor plus 2 das Ganze erhöhen. Somit können wir hier davon ausgehen, dass der Faktor d eben den Wert 2 hat und das Ganze eben eine geometrische Folge ist. Anders sieht das Ganze aus, wenn ich eine Folge habe mit den Werten 2, 4, 8, 16. Hier erhöht sich ja jedes Glied um den Wert mal 2. Somit spreche ich hier von einer geometrischen Folge und mein q, eben der Faktor q, ist hier 2, ebenfalls 2 jetzt zufälligerweise. Um jetzt anhand von Einzelgliedern, die ihm gegeben sind, hier von a1 bis a5, darauf schließen zu können, ob es sich um eine arithmetische oder geometrische Folge handelt, muss ich mir nur überlegen, um welchen Faktor das Ganze steigt. Multipliziere ich jetzt von diesem Schritt auf diesen Schritt mit einem Faktor oder addiere ich hier dazu, und handelt es sich dann beim nächsten Schritt auch um den gleichen Faktor? Natürlich könnte ich hier sagen, naja, von 2 auf 2,5 komme ich, indem ich 2 mal 2,5 nehme. Wenn ich aber 5 mal 2,5 nehme, komme ich dann eben schon nicht mehr auf 8. Somit habe ich hier keinen multiplikativen Faktor, was eigentlich eine geometrische Folge ausschließt. Aber wenn ich mir überlege, von 2 auf 5 komme ich ja mit dem Wert plus 3, von 5 auf 8 komme ich ebenfalls mit dem Wert plus 3 und von 8 auf 11 dann in weiterer Folge auch mit plus 3. Und natürlich hier der letzte Schritt ist auch plus 3. Somit habe ich bestimmt, dass es eine arithmetische Folge ist. Aufgrund der Definition hier, an steht ja dann eben für allgemein an, also für jedes Glied der Folge, ergibt sich ja aus dem a1, das a1 war ja meine Angabe 2, plus das n bleibt hier natürlich als n stehen, da wir ja eben auch hier ein an haben, gilt er dann eben für jeden weiteren Wert, mal meinen d. Und das d habe ich ja hier eindeutig bestimmt, hat den Wert 3. Somit das Ganze mal 3. Und somit habe ich hier meine arithmetische Folge in der Termdarstellung dargestellt. Jetzt kann ich natürlich auch die Probe hier ausführen, indem ich sage, naja gut, ich möchte jetzt überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Das heißt, ich setze für mein an irgendein beliebiges a hier ein, nämlich das a4, also für das n a4, also für das n den Wert 4, braucht das Ganze auch hier auf der rechten Seite eigentlich nur noch den Wert n durch das 4 ersetzen. Somit habe ich in der Klammer 4 minus 1 mal eben 3. Berechne mir das Ganze, es ist 4 minus 2 ist 3, mal 3 ist 9, plus den Wert 2 und erhalte dann natürlich für das A4 den Wert 11. Und das war ja auch in meiner Angabe vorhanden. Somit, auch wenn ich alle anderen Werte jetzt nachrechnen würde, würde ich immer diese Werte hier herauskommen, die in der Angabe eben drin gestanden sind. Somit weiß ich, dass ich mit dieser Termdarstellung eben genau die richtige Lösung erarbeitet habe.